Zwischen Glühwein und Getummel 90 Sekunden in Ruhe zuhören und sich vom Advent berühren lassen. Ein besinnlicher Impuls, das sogenannte Adventswort auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt soll das möglich machen. Es besteht aus Kurzandachten, Geschichten, Bibelwörtern und Erzählungen. Wir von der katholischen und evangelischen Kirche in Nürnberg haben vor ein paar Jahren gesagt, immer nur zu kritisieren, dass der Advent und die Vorweihnachtszeit sich nur um den Konsum dreht, das ist ein bisschen wenig. Wir haben gesagt, nein, da gehen wir auf die Stadt zu und sagen, naja, die Adventszeit ist ja doch irgendwie was Kirchliches und wir würden gern unseren Beitrag dazu leisten. Und das Nürnberger Adventswort ist einer dieser Beiträge. An jedem Abend um 5:30, 90 Sekunden für die Seele, einfach so ein Zuhören können, einen sich fallen lassen, sich auch vom Advent bezaubern lassen. Das möchten wir bei den Besuchern erreichen und wir haben schon den Eindruck, das kommt ganz gut an. 25 Rednerinnen und Redner kommen im Advent auf die Bühne vor der Frauenkirche. Heute spricht Pfarrer Hubertus Förster, der katholische Stadtdekan von Nürnberg. Seine Geschichte geht um den Frieden auf Erden. Die Geschichte, die ich vorgelesen habe, die hat diesen zentralen Satz, dass Jesus den Frieden in jedes einzelne Herz bringt. Das ist ein Satz, der eigentlich begeistern kann. Er sagt noch, gut, er kann nichts dazu, wenn ein Herz zu ist, dann ist es ja wie eine verschlossene Tür und dann kann er das Geschenk zu Weihnachten nur vor die Tür legen. Aber er bringt es in jedes einzelne Herz. Er hat genug vom Frieden, um das zu verteilen. Den Frieden verbreiten möchten auch die katholischen Hilfswerke. Im Advent starten sie mit dem gemeinsamen Jahresmotto Frieden leben, Partner für die eine Welt. Besonders in Nürnberg, der Stadt des Friedens und der Menschenrechte, wird es im nächsten Jahr viele Aktionen dazu geben, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Wie beim Adventswort. Ganz spontan bleibt der ein oder andere stehen und hört zu. Die Hektik bleibt für wenige Momente aus. Der Christkindlmarkt selber ist einfach nur Konsum, man schlendert so durch und ist einfach jedes Jahr das Gleiche. Aber die Botschaften, die es hier gibt, das ist jedes Mal was ganz anderes. Und das ist eigentlich das, was das Spontane ist. Wir sind jetzt auch spontan hergekommen. Das war jetzt nicht geplant und auch die Uhrzeit nicht geplant. Und es war jetzt einfach so ein Geschenk, was man jetzt so einfach mitnimmt. Man soll es halt im Herzen behalten. Und das ist wichtig. Vielleicht kommt der ein oder andere Besucher sogar wieder. Zum Beispiel zur ökumenischen Andacht auf dem Weihnachtsmarkt an Heiligabend um 12 Uhr. Mit dabei ist das Nürnberger Christkind.